Im heutigen Video zeige ich euch den neuen NPC Magneto und der Bunker ist eigentlich offen. Ich zeige euch, was drin ist. Real Talk, das ist geisteskrank. Let's go, Freunde. Und hier sind wir auch schon. Ich zeige euch jetzt einfach den neuen NPC und dann gehen wir zum Bunker, denn dort hat sich etwas verändert. Dort gibt es anscheinend neue Sounds, aber jetzt zeige ich euch erstmal den Magneto-NPC und die Challenge heute ist, die Waffe, die am nächsten von Magneto ist, nur mit der dürfen wir spielen. Natürlich dürfen wir Heal-Zeug und so verwenden, aber wir dürfen nur das, was in der Nähe von Magneto ist, ja, die erste Waffe halt verwenden. Ansonsten nichts. Die erste Waffe, die wir dort in der Nähe finden. Und die landen auch gerade beim Boss, so wie es aussieht. Oh mein Gott, nein. Hier ist Magneto. Ich brauche eine Waffe. Okay, die da darf ich benutzen. Das ist die Waffe fürs ganze Spiel. Okay, eigentlich geht's. Die Waffe fürs ganze Spiel geht eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Jetzt gucken wir mal. Okay, der ist schon mal down. Beides sind down. So, Freunde. Und hier befindet sich auch schon der gute Magneto. Der wurde ja komplett neu hinzugefügt ins Spiel. Und wir gehen auch mal gleich zum Bunker und ich kann euch ja auch heute zeigen, was im Bunker drin ist. Also das ist ziemlich, ziemlich verrückt. So, zack, nur mit der Waffe gewinnen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, wo ist jetzt der gute Magneto? Wir fragen ihn auch ein paar Sachen. Warte mal, hier ist nochmal eine Kiste. Heal-Zeug vielleicht, yep. Minis, Freunde, let's go. Und wir nehmen nochmal hier das mit. So, Magneto, wo bist du? Wo ist denn der jetzt hin, Alter? Ah, hier hoch. Yo, oh, okay. Ödland Magneto, Leute. Also so sieht er aus. Wir bekommen auch bald eine mythische Waffe von dem rein. Aber jetzt erst mal reden wir mit dem. So. Ja, weg von der Waffe da. Okay, was verkauft er uns? Einmal haben wir kaufen. Was können wir denn kaufen? Okay, gucken wir gleich mal. Schockwellengranaten. Holen wir uns mal ein paar. Ja, let's go. Und wir können fragen. Ich bin die Macht. Sag mir, was kann ich tun? Auf wessen Seite stehst du? Manche sehen nur deshalb ein Monster mir, weil ich bin, was ich bin, ein Mutant. Sie fürchten mich, okay? Jedoch bin ich nur ein Mann. Aha. Magneto, man kennt mich unter vielen Namen. Max, Erik, Magnus. Okay, alles klar, Bro. Und was sagt dir hier? Hast du etwas Seltsames gesehen? Mehr Seltsames, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Doch in letzter Zeit habe ich am Horizont etwas gesehen. Visionen von einem Fremden, von einem nahenden Übel. Alles klar, Bro. Okay. Kaufen können wir nicht machen. Das scheint nicht zu funktionieren, Leute, dieses Kaufen. Komisch. Aber wir gehen jetzt Richtung Bunker. Das ist der neue NPC auf jeden Fall. Und wir haben dann noch drei andere neue NPCs auf der Map. Einmal den Dummy, der ist jetzt nicht ganz neu, aber der befindet sich jetzt an einem anderen Ort. Dann haben wir das Crew-Skin. Das Crew-Paket für Juli, der ist jetzt auch ein NPC gerade auf der Insel. Ich blende euch einfach mal alle ein hier, wo ihr die NPCs findet, die neuen. So, Freunde, jetzt gehen wir aber erstmal da oben hin und wir gucken jetzt mal, was sich beim Bunker geändert hat. Wir bekommen ja auch bald Fluch der Karibik ins Spiel rein. Wenn ihr hier zum See hingeht, dann seht ihr da verschiedene, ja, Piratenschiffe und so weiter und so fort. Da ist auch Nebel jetzt da. Ich kann es euch hier mal einblenden und wir bekommen ja bald Fluch der Karibik. Ich kann euch mal auch kurz den Pass zeigen, den Mini-Battle-Pass, den wir dort bekommen, wenn wir Fluch der Karibik ins Spiel reinkriegen. So, let's go. Mal gucken, was wir da kriegen. Anscheinend gibt es neue Sounds. Oh, ja! Hört ihr's? Beep, beep, beep. Warte. 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 Habt ihr gehört? Beep, 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 beep. Das sind neue Sounds. Mal gucken, ob wir es nochmal hören. Okay. Es kommt selten. Ja. Jetzt, ihr habt es gehört, Leute. Das ist der neue Bunker-Sound und ich werde euch heute auch noch im Video zeigen, wie es dort drinne aussieht. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass wir die neue Season am 16. August bekommen. Am 16. August bekommen wir die neue Season und noch 53 Tage müssen wir in dieser Season ausharren. Aber finde ich cool. Ich mag die Season, um ehrlich zu sein. Dann könnt ihr Reboot Rally abschließen, Freunde. Ihr könnt Reboot Rally spielen. Das funktioniert ja so, in einem Monat, also ihr müsst mit einem Freund spielen, der weniger als 2 Stunden in einem Monat Fortnite gespielt hat. Und dann könnt ihr die Quests erledigen, hier bei Reaktivierungsrunde und bekommt hier diese Sachen kostenlos alle.
So sieht's aus. 50 Punkte, 100 Punkte, 150 und so weiter und so fort. Dann bekommt ihr die Sachen kostenlos. Wir haben aber noch andere Informationen heute im Video. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall einen Win holen mit der Waffe hier. Ja, ist halt nur mit der... Oh, die haben das Auto. Ja, das ist halt, oder? Haben die ein Auto? Hä? Was geht denn hier ab? Oh, ja. Okay. Okay. Aber ich frage mich, gegen wen die jetzt gespielt haben, Digi. Oh, hier sind Steps. Okay, nice. Das war ein NPC, glaube ich. Weil das war, glaube ich, kein normaler Spieler, so wie der gespielt hat. Dann habe ich noch andere Informationen für euch, Freunde. Der neue Modus in Fortnite ist ja auch drin. Und den habt ihr bestimmt schon gespielt. Ihr könnt da Tilted Towers landen, Pleasant Park und so weiter und so fort. Das Gute bei dem Modus ist, wir bekommen immer wieder neue Updates. Und der Modus soll anscheinend bleiben. Also es soll ein permanenter Modus wahrscheinlich werden. Und da könnten wir dann höchstwahrscheinlich jetzt immer neue Updates kriegen mit neuen Waffen und so weiter und so fort. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, Freunde. Und dann wurde Muskelkater sein Haus einfach entfernt. Laut den Map-Änderungen. Denn Muskelkater hatte hier ja ein Haus. Und es wurde jetzt einfach entfernt bei den Map-Änderungen, bei dem neuen Update. Und die Ironman-Aufsteller befinden sich jetzt auch auf der Map, beziehungsweise mehrere. Also wir hatten schon einige Aufsteller, aber jetzt sind noch mehr Aufsteller auf der Map. Genau. Und wir gehen jetzt mal Richtung hierhin. Oh mein Gott, Bro! Digga, bist du Magneto oder was? Der wollte einfach abhauen. Bro, du bleibst hier. Das Glück, dass ich nur mit dieser Waffe besiegen darf. Oh, der Bunker ist offen. Da. Ja, wir können ja nicht hier hoch. Warte mal. Oh, da ist einer. Okay, was geht bei dem? Keine Ahnung, was bei dem geht. Dann habe ich was Krasses, Freunde. Dann habe ich was richtig Krasses. Wir bekommen bald eine geheimnisvolle Person auf die Fortnite-Insel. Und zwar der Reißende. Der Reißende kommt bald ins Spiel rein. Und der ist sehr, sehr kurios und interessant. Oh mein Gott. Okay. Okay, Bro. Okay. Was geht hier ab? Okay, der will nicht down gehen. Vielleicht jetzt. Warte mal. Der Reißende ist eine geheimnisvolle Person, die jetzt bald ins Spiel reinkommen wird. Und so sieht die aus. Also geisteskrank. Sehr, sehr geheimnisvoll. Ich weiß nicht, was der auf der Fortnite-Insel will. Ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit der Storyline zu tun. Ist meines Erachtens der Fall. Also da wird die Fortnite-Storyline auf jeden Fall ein bisschen aufmischen, glaube ich. Oh, nice. Let's go. Der ist down. Noch einer? Ja, hier ist noch einer. Let's go. Wichtige Kills, Freunde. Wichtige Kills. Ihr könnt schon mal so ein bisschen raten, was im Bunker drin ist, Freunde. Ihr könnt schon mal so ein bisschen raten, was im Bunker vielleicht drin ist. Was denkt ihr, ist im Bunker drin? Ich werde es euch heute noch verraten, aber ihr könnt mal raten. So, ihr könnt mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ey, ich glaube, das ist drin. Schreibt es da bitte rein. Weil es ist sehr interessant, weil ich kann euch ja einfach sagen, was dann heute drin ist. Deswegen ist es ziemlich lustig beim Video heute. Und genau, der Reißende kommt auch bald ins Spiel rein. Sehr geheimnisvolle Person. Okay, da hinten sind auch nochmal Leute. Ja, die schießen auf mich. Warte, wir können tappen. Ihr habt ja auch das Piepen gehört beim Bunker, Leute, ne? Ihr habt ja das Piepen gehört beim, Bunker. Und irgendwelche... Das muss ja irgendein Gerät sein. Irgendein Gerät muss da unten ja sein, wahrscheinlich. Also dieses Piepsen ist wahrscheinlich irgendein Gerät. Irgendwas. Ich kann nur so viel verraten, es hat was mit Magneto zu tun. Es hat was mit Magneto zu tun. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Also ich hau kurz ab hier, weil hier geht mir zu viel Action gerade. Deswegen habe ich auch meine Schockwellengranaten mitgenommen, weil die retten mich. So, warte mal, da vorne ist einer.
Okay, das explodiert nicht stark. Jetzt aber, nice. Okay, let's go. Also ich muss sagen, es läuft mit der Waffe. Wir haben echt Glück gehabt bei Magneto. Ey, das gibt's nicht. Okay, nice. Ja, da ist aber nochmal einer, ja. Das sind zwei. Nee. Oh. Oh, ey, die Waffe rasiert. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nur die Waffe. Krass, Leute. Also mit der Waffe rasieren wir auf jeden Fall. Sehr schön. Zack, zack. Oh, die Gitarre. Sollen wir die Gitarre lieber mitnehmen? Hör, was ist das denn? Fernzündladung? Seit wann ist das denn wieder... Hä? Seit wann ist das denn wieder im Spiel drin? Lol. Ich wusste gar nicht, dass C4 im Spiel drin ist, Leute. Gar kein Plan. Habe ich halt Real Talk nicht gewusst. Ich geh mal Richtung Metallica-Insel. Boah, hier sind Medaillenträger. Und hier seht ihr auch die Iron Man-Aufsteller. Gebt euch mal. Hier. Warte mal. So, zack. Hier seht ihr die Iron Man-Aufsteller. Hier. Und die geben auch ein Geräusch von sich. Hört ihr's? Ja. Also da wird's auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Schade, dass wir Magneto nicht kaufen konnten. So als NPC, ne? Zum Mitnehmen. Das wäre echt cool gewesen. Lol, die sind mit dem Auto auf der Insel. WTF. Hä, wie viele sind das? Achso, die haben NPC, okay. Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, wie viele sind das, Freunde. Okay, wir kommen langsam aber sicher zum Bunker, Freunde. Ich kann jetzt so viel verraten und dann zeige ich euch die Bilder. Der Bunker wird eine Wissenschaftlerbasis sein. Eine Wissenschaftlerbasis befindet sich unter dem Bunker. Und jetzt blende ich euch mal die Bilder hier ein, was sich beim Bunker tatsächlich befinden wird. Hier ist es, Freunde. Boom. Einmal für euch eingeblendet. Ihr seht, was es ist. Und zwar ist es eine Art Labor, Wissenschaftslabor. Und es sieht auch so aus, als ob dort jemand ausgebrochen ist. Aus dem Bunker. Beziehungsweise aus diesen Kapseln. Nicht aus dem Bunker, sondern in diesen Kapseln ist jemand ausgebrochen. Und da ist auch eine Banane auf dem Boden. Sehr mysteriös. Irgendeine Person wurde da anscheinend gefangen genommen und ist dann, ja, ausgebrochen. Beziehungsweise abgehauen. Und das befindet sich unter diesem Bunker. Und jetzt stellt euch mal vor, die ganze Basis ist so groß wie dieser Eisgletscher hier. Wer weiß, weil viele Leaker haben ja gesagt, ey, unter diesem Eisgletscher hier wird es richtig krass sein. Wer weiß, Freunde, wer weiß. Das könnte natürlich auch was sein, dass wir eine riesen Wissenschaftlerbasis dort unten haben. Das sind ja nur Bilder. Das kann ja noch größer sein. Also ich frage mich, ob ihr das jetzt richtig geraten habt im Video. Wo ihr es in die Kommentare geschrieben habt, was ihr denkt, was es ist. Ich habe ja gedacht, es ist eine IO-Basis tatsächlich. Das habe ich ja gedacht. Und ja. Es ist eine Basis, aber keine IO-Basis. Jetzt bin ich auch noch im Sandwich. Was gar nicht gut ist. Oh, den habe ich gut Damage gemacht. Nice, der ist down. Wichtiger Kill. Ja gut, okay, ich muss weg. Uiuiui, oh, das wird schwer jetzt. Ah, wir gehen mal nach da oben. Nice. Okay, wir sind oben. Das war ein richtig guter Move. Ja, die snipen. Wird sehr, sehr schwer. Okay, die müssen auf... Ja, ich muss auch in die Zone jetzt. Wo ist der hin? Komm, der ist gleich down. Nice. Oh mein Gott. Warum bin ich so down? Digga, warum habe ich so einen Hit kassiert gerade? Wird er reviven? Wird schwer. Okay, ich muss risken.
Oh nein, er hat mich gut gerettet. Ah, er hat eine Shotgun. Ja, das wird. Ja, das ist so schwierig, Leute. Ich heile mich nochmal ein bisschen kurz, aber. Ja, die müssen jetzt moven. Die müssen moven. Die müssen in die Zone. Okay. Ich kann es nur noch so schaffen. Schade. War schwer, Leute. GG, war eine geile Runde. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.